Der Steckbrief eines Ausnahmetalents, Helene Fischer, wurde 1984 als Elena Petrovna Fischer in Krasnojarsk geboren. 1988 zog ihre Familie nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz. Ihre Eltern legten großen Wert darauf, dass die Kinder sich in Deutschland integrieren. Deshalb sprachen sie mit Helene ausschließlich Deutsch. Nachdem Helene Fischer die Realschule abschloss, ging sie nach Frankfurt am Main, wo sie an der Stage und Musical School eine dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Musicaldarstellerin machte. Während der Ausbildung stand sie für die Musicals Rocky Horror Show, 50/50 und Anatevka auf der Bühne. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie 2005 in der Show Hochzeitsfest der Volksmusik. Von diesem Zeitpunkt an ging ihre Schlagerkarriere steil bergauf. 2006 veröffentlichte Helene Fischer ihr Debütalbum Von hier bis unendlich, das erst Gold, dann Platin erreichte. Im Jahr darauf erklomm ihr Lied Im Reigen der Gefühle Platz 1 der MDR-Hitparade. Auch ihr zweites Album, So nah, so fern, wurde ein voller Erfolg und diente als Vorlage für den gleichnamigen MDR-Musikfilm. In den folgenden Jahren erhielt die Schlagersängerin mehrere Auszeichnungen, die Krone der Volksmusik, die Goldene Henne, mehrere Echos und die Goldene Kamera. Neben zwei weiteren Soloalben erschienen drei Best-of-Compilations und eine DVD-Box mit Aufzeichnungen ihrer Tournee Zaubermond. 2011 bekam Helene Fischer sogar ihre eigene Schlagershow, in der sie als Moderatorin die Prominenz der deutschen Schlagerszene begrüßen durfte und auch selbst als Sängerin auftrat. Von 2008 bis 2018 ist sie mit dem Schlagerstar und Showmaster Florian Silbereisen liiert. Nach 10 Jahren, im Dezember 2018, trennt sich das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt. Im März 2013 versucht sich Helene Fischer auf neuem Terrain, bei dem Echo 2013 übernimmt sie die Moderation. Neben ihrem gelungenen Moderationsdebüt darf sich die Sängerin auch über zwei Trophäen freuen. 2017 veröffentlicht sie ihr achtes Album, Helene Fischer, mit dem sie weitere Rekorde sammelt.